Wer von euch weiß, wie der 11. höchste Berg der Erde heißt? Ohne vorher zu googeln. Ja, okay, es steht im Titel. Um den Gasherbrum 1 und den 13. höchsten Berg der Erde, den Gasherbrum 2, geht es heute in einer neuen Folge Berge im Porträt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die 14 8000er der Welt eigentlich der Höhe nach so im Kopf habt oder, wie ich, auch immer wieder mal Google um Hilfe bitten müsst, wenn es um die letzten Höhenmeter geht. Heute jedenfalls geht es um Gasherbrum 1 und 2, eine Doppelfolge, weil die beiden Berge so nah miteinander verbunden sind, wie auch ihre Namen. Wie vorher schon gespoilert, sind der Gasherbrum 1 und der Gasherbrum 2 beides 8000er. Doch beschäftigen wir uns erst mit der Nummer 2, dem Gasherbrum 2. Er liegt in der Gasherbrum-Gruppe, die vor allem durch die Berge Gasherbrum 1, 2, 3, 4, 5 und 6, Broad Peak und sämtliche Nebengipfel bekannt ist. Die Gasherbrum-Gruppe finden wir an der Grenze zwischen Pakistan und China. Hier liegt sie im Gebiet Gilgit-Baltistan bzw. in Xinjiang in China. Damit gehört die Gasherbrum-Gruppe und alle Gipfel in selbiger zum Karakorum und zwar dem Baltoro-Muztagh. Der Gasherbrum 2 ist der vorletzte Gipfel bei den 8000ern, wenn man nach der Höhe gehen will, denn er kommt auf lediglich 8034 Meter Höhe. Geografisch spannend ist, dass der Gasherbrum 2 umgeben ist von vielen weiteren sehr hohen Nebengipfeln. Dadurch erscheint er insgesamt oft gar nicht so überragend hoch, weil er vor allem stark in die Breite geht und der pyramidenartige Gipfel leicht versetzt im Hintergrund des Normalwegs steht, während Gasherbrum 3 und Co. sich mehr in den Vordergrund drängen. Die Pyramide des Gasherbrum 2 hat auch einen klaren Vorteil für die Bergsteiger, denn so sind natürlich sehr viele spannende Routen über viele Jahrzehnte eine Option gewesen, sowohl an den Graten des G2 als auch an seinen Steilflanken. Und diese Jahrzehnte reichen tatsächlich ein ganzes Stück zurück. Bereits 1956, genau am 7. Juli, haben sich drei Teilnehmer einer österreichischen Expedition, darunter Fritz Moravec, Josef Lach und Hans Willenpart, auf den Weg zum Gasherbrum 2 gemacht. Dabei wählten sie eine schlaue Linie, denn der Südwestgrat scheint am ersten Anblick unübersichtlich, aber immer noch sicherer als die Gletscherabbrüche im rechten Wandteil. Sie querten unter der Gipfelpyramide nach Osten und haben auch damit einwandfreies Gespür bewiesen. Der Gipfel wurde also erreicht und das im Zuge einer klassischen Expedition, wie sie früher eben üblich waren. Dann passierte am Gasherbrum 2 lange nichts. Schließlich brach die Zeit der großen Berge an, der Erstbesteigungen und der schwierigen Varianten. Der G2 rückte aus dem Blickfeld und erst 1983, also fast 30 Jahre später, kamen die berühmtesten Bergsteiger aus Polen ihrer Zeit zum Gasherbrum 2. Jacek Kuguczka und Wojciech Kurtyka gelangten über den Ostgrat auf den Gipfel und überschritten ihn durch den Abstieg über den Normalweg. Dabei gelang ihnen wenige Tage zuvor auch eines der höchsten Biwaks bis zum damaligen Zeitpunkt. Auf 7758 Meter am Gipfel des Gasherbrum Ost haben sie im Zuge ihrer Akklimatisierungstour nämlich biwakieren müssen. Der Gasherbrum 2 gilt seit diesen wenigen, aber spektakulären Besteigungen als vermeintlich einfach. Doch dazu später nochmal mehr. Denn gleich um die Ecke liegt noch ein weiterer 8000er, der Gasherbrum 1. Dieser ist so versteckt ums Eck, dass wir ihn heute sogar als den versteckten Gipfel kennen, auf Englisch Hidden Peak genannt. Das haben wir einem Engländer, nämlich William Martin Conway, zu verdanken. Er taufte den Gasherbrum 1 um in Hidden Peak, wobei ihn bereits zuvor eigentlich T.G. Montgomery, schon vor längerem haben wir einmal über ihn gesprochen, ebenfalls wieder anders nannte. Denn der gab ja den Bergen des Karakorums die stupiden K-Bezeichnungen, die wir heute noch vom K2 kennen. Ursprünglich hieß der nämlich dann eigentlich K5. Aber wenn man nochmal ganz genau sein will, dann heißt er letztlich doch Gasherbrum 1, benannt nach Gasha für schön und Brum für Berg auf Balti. Der Gasherbrum 1 wurde erstmals am 5. Juli 1958 bestiegen. Dabei erreichte eine US-amerikanische Expedition erstmals den Gipfel über den Südostgrat. Erstaunlich dabei ist, dass US-Amerikaner diesmal den Gipfel eroberten, die im Himalaya eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt eher unbekannt bzw. noch nicht so sehr auf dem Vormarsch waren. Auch der Gasherbrum 1 ist pyramidenartig aufgebaut, aber doch um einen Sprung in die Luft eigentlich höher.
Mit 8080 Metern ist er der 11. höchste Berg der Erde. Mit seinem kleinen Bruder, dem Gashabrum II, hat er gemein, dass er nur über extreme Märsche über den Baltoro-Gletscher zu erreichen ist und daher die Besteigungen insgesamt eher rar sind. Was ihn aber klar unterscheidet, ist, dass er über die Zustiege im Karakorum eigentlich bis zuletzt nie so richtig zu sehen ist. Sein Blick wird nämlich stets von dem Gashabrum, kurz G4, G5 und G6, versperrt. Aufgrund seiner versteckten Optik, aber eigentlich vor allem aufgrund seiner größeren Schwierigkeiten am Normalweg, ist der Hidden Peak einer der seltener besuchten 8000er im Karakorum. Vor allem, weil seine Nachbarn Broad Peak und G1 schlichtweg einfacher sind. Die absolute Krönung vollzog am Gashabrum I und auch am Gashabrum II, aber vor allem Reinhold Messner. Ein Mann, der das Wort extrem am Gashabrum wieder ein Stück weiterentwickeln wollte. Zusammen mit Peter Habeler bestieg er am 10. August 1975 den Gashabrum I im Alpinstil. Dabei haben sie mit dem Weg durch die Nordwestwand eine neue Route auf den Hidden Peak eröffnet, haben als erste Menschen am Hidden Peak auf Flaschensauerstoff verzichtet und waren gleichzeitig auch die ersten Menschen, die jemals einen 8000er im Alpinstil erfolgreich besteigen konnten. Damit dachte man, die Superlativen des Höhenbergsteigens endgültig ausgeschöpft zu haben und die schwerstmögliche Art des Bergsteigens gefunden zu haben. Nur einer wusste es bereits 9 Jahre später besser, nämlich Reinhold Messner selbst. Diesmal war er mit seinem Kameraden Hans Kammerlander unterwegs, einem extrem trainierten und fitten Bergsteiger. Ihr Ziel war es nicht nur, den Gashabrum zu besteigen, denn das war schließlich einige Jahre zuvor schon spektakulär gelungen. Diesmal sollte nicht nur einer, sondern gleich 2 Gipfel überschritten werden und das innerhalb einer Tour. Die Überschreitung von Gashabrum II und dem Gashabrum I. Und auch das ist den beiden Bergsteigern gelungen. Der Film Gashabrum, der leuchtende Berg, gilt meiner Meinung nach immer noch als einer der besten Bergfilme des 20. Jahrhunderts. Fairerweise muss man jedoch auch anmerken, dass bei all dem Lärm und Trubel in dieser Zeit bei den 8000ern und ihren schweren Varianten Menschen wie Jean-Christophe Lafay untergingen, der diese Doppelüberschreitung solo ebenfalls schaffte. Gashabrum I und Gashabrum II sind sich sehr ähnlich. Schließlich liegen sie nah beieinander. Sie teilen sich die gleiche unspektakuläre Geschichte, wenn auch nicht dieselbe. Beide Berge stehen für sich allein als spannende Herausforderung im Karakorum. Zusammen mit all den Nachbargipfeln bilden sie aber viel mehr als das. Sie sind ein gewaltiger Spielplatz der rauesten Natur, die man heute noch im Höhenbergsteigen finden kann. Und gleichzeitig bieten sie immer noch viel Platz für große Sensationen mit erstaunlich wenig Publikum. Die Gashabrums, egal welche Zahl dahinter steht, sind medial betrachtet nämlich eigentlich alle quasi Hidden Peaks. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir jetzt die 8000er der Erde noch beenden sollen oder ob wir mal wieder mehr in die lokalen Berge oder die unbekannten Berge hineinschnuppern sollten. Das würde mich wirklich interessieren. In diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass es euch gefallen hat heute. Freue mich wie immer über einen kleinen Kaffee zur Finanzierung des Alpaka-Projekts. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!